Liebe Christinnen und Christen, Katastrophenfall, Ausgangssperre oder Beschränkung, Kontaktverbot. Politikerinnen und Bürgerrechtler betonen, das darf es nur begrenzt geben, nur so lange wie unbedingt nötig. Und das ist gut so, denn das nehmen wir in den westlichen Demokratien für uns in Anspruch. Unsere Grundrechte dürfen nur in eng umrissenen Ausnahmen eingeschränkt werden. Recht so. Darum heißen sie ja Menschenrechte. Wenn das für uns gilt, warum dann nicht auch für alle anderen Menschen, auch für die, die in einer Diktatur leben? Und wie ist es mit den Menschen, die ihre Rechte aus anderen als politischen Gründen nicht wahrnehmen können? Die sozial Benachteiligten bei uns, bei denen das Recht auf Bildung offenbar nicht vollumfänglich funktioniert. Die schwer Kranken, denen unsere Gesellschaft nach und nach das Recht auf Leben streitig macht. Die Flüchtlinge, denen die EU und Deutschland eine ganze Reihe ihrer Rechte verweigern, innerhalb oder an unseren Grenzen. Die Armen in aller Welt, die anscheinend weniger Recht zu leben haben als wir. Die Opfer von Ungerechtigkeit, die um jedes einzelne Menschenrecht kämpfen müssen. Diejenigen, die wir um ihr Recht auf Arbeit und gerechte Entlohnung betrügen, durch ungerechte Produktions- und Handelsbeziehungen. Und schließlich die Natur, der wir immer mehr Rechte nehmen, obwohl sie doch auch unsere Umwelt ist. Wo wir hinschauen, ist es um die Rechte von Menschen, von Tieren und Pflanzen schlecht bestellt. Vielleicht hat es ein Gutes, dass wir mal am eigenen Leib erfahren, wie es ist, wenn wir unsere Rechte nicht ausüben können, die uns sonst so selbstverständlich sind. Vielleicht hilft es uns dabei, dass wir uns besser in diejenigen hineinversetzen können, deren Rechte auch wir Tag für Tag mit Füßen treten. Durch unseren Lebensstil, durch unsere scheinbare Sparsamkeit, die doch manchmal nur Geiz ist, durch unsere Bequemlichkeit, durch unsere Unachtsamkeit, durch unser mangelndes Einfühlungsvermögen. Die Bibel ist voll von Plädoyers für die Rechtlosen und voll von Anklagen gegen die, die ihnen das Recht streitig machen. Du sollst das Recht des Armen in seinem Rechtsstreit nicht beugen. Wie lange noch wollt ihr ungerecht richten? Verhelft zum Recht den Geringen und Weisen. Dem Elenden und dem Bedürftigen schafft Gerechtigkeit. Befreit den Geringen und Armen. Gleiches Recht soll bei euch für den Fremden wie für den Einheimischen gelten. Wer unschuldig ist und im Recht ist, den bring nicht um sein Leben. Da werden Ross und Reiter klar benannt. Genug, ihr Fürsten, beseitigt Gewalt und Unterdrückung. Sorgt für Recht und Gerechtigkeit. Und betont wird, es gibt kein Recht, keine Gerechtigkeit ohne Frieden und umgekehrt. Er wird Recht schaffen zwischen den Nationen und viele Völker zurechtweisen. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Lanzen zu Winzermessern. Sie erheben nicht mehr das Schwert Nation gegen Nation und sie erlernen nicht mehr den Krieg. Also, öffne deinen Mund für das Recht aller Schwachen. Öffne deinen Mund. Verschaff den Bedürftigen und Armen Recht. Nur so kann sich die Welt zum Besseren entwickeln. Von mir, dem Herrn, geht Weisung aus, und mein Recht mache ich zum Licht der Völker. Meine Gerechtigkeit ist nahe. Von mir kommt Heil. Nicht ohne Gott, aber vor allem nicht ohne uns. Wenn wir das aus der gegenwärtigen Krise lernen und aus den Einschränkungen unserer Rechte, dann ist das vielleicht kein Verlust, sondern ein Gewinn für die Rechtlosen und für uns selbst.